Nach einem kurzen Arbeitstag ging es für uns vier Freitagnachmittag mit vollgepacktem Auto endlich los in den lang ersehnten Urlaub. Nach 6 Stunden Fahrt sind wir endlich angekommen und haben direkt das Auto aus- und Mystra beladen. Auf diesem Turn sind wir zu viert, da wir unseren besten Freunden, Jan und Jessi, den Turn zur Hochzeit geschenkt haben. Sie waren vorher schon auf verschiedenen Testschlägen mit dabei. Nach einer kurzen, aber erholsamen Nacht haben wir dann alles für unsere erste richtige Nachtfahrt vorbereitet. So, wir sind gestern Abend angekommen und jetzt haben wir gerade klar Schiff gemacht. Wir haben uns hier erstmal für den halben Hafentag eingerichtet, Sonnensegel aufgespannt, das Schiff sauber gemacht und jetzt tanken wir gerade Wasser. Oh, und dann werden wir noch ein bisschen weiter vorbereiten, noch ein paar kleinere Reparaturen durchführen. Einer wird ja den Mast gleich hochgezogen noch, um da noch eine kaputte Birne auszutauschen und ja, solche Sachen. Und dann soll es heute Nachmittag losgehen. Mal gucken, wenn wir früh dran sind, dann werden wir noch einen Badestopp einlegen hier in der Bucht und ankern. Und wenn nicht, dann werden wir so gegen 5 Uhr ablegen. Und der Plan ist dann, eine Nachtfahrt zu machen und direkt bis Kerteminde durchzufahren. Also den großen Belt hoch, an Langeland lang, unter der großen Beltbrücke her. Und dann sollten wir morgens in Kerteminde sein. Ja, mal schauen, wie es wird. Da oben. Vorne dritte Hand. Ja, aber ich komme nicht weiter. Das ist einfacher. Okay, dann zieh mich ganz rauf. Tschüss. Das ist jetzt geile mal die ganze Aussicht. Ja, ne? Ja. Vor allem ganz oben. Ja, ganz oben war ich ja noch nicht. Will noch jemand hoch? Nö, nö. Du musst nicht kurbeln. Da sind übrigens wirklich Spinnen drin, was du da gefilmt hast, Jan. Aha. Da oben. Ja, das ist leicht glitzern. Ja, ja, genau. So, jetzt senken wir dich bis in die Luke ab. Ja, da sitzt die Leute am Klo, super. Mit dem Bootsmannstuhl drunter ist, glaube ich, nicht so cool, aber naja. Doch, cool wird das. Das wird wandern cool. Man kann vielleicht dann auch nochmal das hier. Ja. Welches denn? Wo willst du das haben? So, Magnetkompasskurs ist was, Jan? Ja, ziemlich unsere 330 Grad, die ich anpeile. 330 Grad und Kartenkurs? 320 über Grund. Ja. Noch irgendeiner, der uns quer kommt? Irgendwie nicht, ne? Der da hinten vielleicht, aber der dürfte auch schon weg sein. Na, wie läuft's, Steuermann? Alles im Griff. Wunderbar. Schwere See heute, wa? Ist schon anstrengend.
Viel trinken bei dem Wetter. Moin von der Ostsee vor den Toren Heiligenhafens. Wir haben uns gerade auf den Weg gemacht Richtung Kerteminde. Wir sind um 17 Uhr abgelegt und werden eine Nachtfahrt hinlegen. Wir hatten damit gerechnet, dass wir Nordwind haben, also irgendwie ewig lange Motoren müssen und dass das irgendwie ziemlich anstrengend wird und blöd. Aber wir haben Südostwind und fahren jetzt hier gerade richtig schön mit halbem Wind, 10 Knoten, 4 Knoten über Grund und machen uns einen richtig schönen Abend. Wir genießen die Abendsonne, haben gerade ein paar Kekse gegessen und freuen uns einfach nur. So kann der Urlaub doch starten.
halb vier, kurzer Wasserstandsbericht. Wir sind immer noch auf dem Weg nach Kerteminde. Ja, sind jetzt vor dem nördlichen Teil von Langeland, im Langelandsbelt. Ja, die Nacht ist bisher ruhig, wir haben eine wunderschöne Milchstraße. Filmen können wir die leider nicht mit unseren kleinen Chips hier. Ja, ein bisschen Gegenverkehr, nichts, was von hinten kommt. Ja. Morgen werden wir in Kerteminde sein. Die Hundewache ist fast rum. Jessie und ich haben unsere zweite Schicht gerade gehabt, oder haben sie noch so gerade. Wir haben um 2 Uhr morgens angefangen, jetzt ist es gleich 6. Die Sonne wird bald aufgehen und pünktlich zu Sonnenaufgang haben wir dann Schichtwechsel und dann haben wir es wieder hinter uns. Ja, es war ziemlich ereignislos, wir wurden nur von einem dicken Pott ziemlich geschnibbelt und die Gastlandflagge haben wir auch schon gehisst. Ja, jede Menge Besuch von Mücken gehabt, aber gestochen wurden wir, glaube ich, bald nicht, also halb so wild. Dann melden sich die anderen vielleicht gleich nochmal. Wir gehen dann nochmal ein bisschen in die Koje. In Kerteminde sollen wir dann so in etwa 5 Stunden sein.
So, Turnplanung für morgen. Wir sind ja jetzt die letzte Nacht erstmal durch den großen Belt gekommen. Den Langelandsbelt, den großen Belt und sind jetzt momentan in Kerteminde. Und dann wollen wir mal sehen, dass wir von Kerteminde weiterkommen. So, wir wollen ja prinzipiell nach Schweden, aber wir haben jetzt beschlossen, dass wir noch einen Abstecher machen wollen. Und zwar starten wir in Kerteminde, dann müssen wir hier so ein bisschen drumherum fahren. Ja, ich steche das aber mal so ein bisschen grob ab. Wir werden ungefähr 30 Meilen fahren und werden da lang fahren, wo wir bei unserem letzten Rundfünen-Turn schon waren. Wir werden nach Ebbelö fahren. Aber diesmal, weil wir Ostwind haben, wollen wir auf die Westseite von Ebbelö, damit wir da schon im Windschatten liegen. Und da wollen wir morgen ankern. Das hat den Hintergrund, dass wir sehr gut in der Zeit sind und als nächste mögliche Häfen Samsö oder Tunö ins Auge gefasst haben. Und von Ebbelö hätten wir erstens einen schönen Ankerspot und zweitens einen super Absprungspunkt für die beiden Häfen. Oder vielleicht entscheiden wir uns auch noch für was anderes. Aber das ist so erstmal die grobe Idee. Ja, wir werden es dann morgen sehen. Windmäßig sieht es gut aus. Ah, na, 350. Mhm. Wow. Immer noch mehr 350 Abstand. Mhm. 300.